Wie kannst du am besten mit unseren Maria Magdalena-Karten arbeiten? Als Autorin bekomme ich regelmäßig Rückmeldungen, was unsere Leserinnen und Leser mit den Karten alles machen. Und das berührt mich und freut mich natürlich. Und diese Freude und Erfahrung möchte ich mit dir teilen. Und zwar bekommen wir ganz häufig Rückmeldungen, dass sich die Maria Magdalena-Karten ganz besonders gut eignen, um Herausforderungen, die wir im täglichen Leben als Frauen haben, zu meistern, eine Unterstützung und Begleitung zu haben und dadurch getragener und gestärkter durch die Stürme unseres Lebens gehen können. Und einmal hat mich eine Leserin ganz stark im Herzen berührt, als sie mir sagte: Marion, eure Karten, die du und Jeanne geschrieben habt, die haben mir durch die schlimmste Zeit meines Lebens geholfen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch da wäre ohne diese Karten, weil sie haben mich jeden Tag, ich habe jeden Tag eine Karte gezogen. Sie haben mir so viel Halt, so viel Kraft, so viel Inspiration gegeben und meinen Weg wieder geebnet und gestärkt. Und deshalb bin ich heute da, um Danke zu sagen. Und das kannst du dir vorstellen, in dem Moment, ja, ich war einfach nur sprachlos und voller Freude, so eine schöne Rückmeldung zu bekommen. Und wenn ich überlege, was Frauen alles mit diesen wundervollen Karten machen können, weil wir alle möglichen Themen natürlich auch damit abgedeckt haben, von Aufbruch zu neuen Ufern, wie es ist, wenn man ins Ungewisse geht als Frau und nur dem Herzen der Liebe folgt und der Intuition, bis hin zu teilweise auch Tabuthemen. Wie sieht es aus mit Augenhöhe? Wie sieht es aus, wenn es um Sexualität geht, um Erotik oder auch um Missbrauchsthemen, um Verrat, Verleumdung? Oder auch die ganzen wundervollen Begegnungen, wenn das Herz vor Dankbarkeit übersprudelt, wenn die Freude groß ist, lieben Menschen zu begegnen, wenn die Inspiration da ist und mit offenem Herzen Wunder erlebt werden und wenn wir wirklich das Gefühl haben, es ist ein Engel bei uns, wir haben Begleitung, wir sind auf diesem Weg immer gut behütet und beschützt. Und genau dazu geben die Karten Impulse. Ich habe jetzt hier gerade mal die eine Karte da vorne bekommen, die Weiblichkeit. Und genau das ist es, worum es hier geht mit dem Kartenset, dass wir als Frauen auf eine spielerische Art und Weise, auf eine leichte Art und Weise noch mehr Zugang bekommen zu der weiblichen Genialität, die in jeder von uns ist und einfach Spaß haben, diese zu entdecken. Und was passiert denn auf der Reise, wenn ich was am Entdecken bin? Ich bin neugierig, ich bin präsent, ich bin voller Begeisterung, ich freue mich über jeden Schritt, ich freue mich über alles Neue, was sich in meinem Weg zeigt. Ich bin freudig aufgeregt und erfüllt. Und wenn ich ein Wunder erleben darf, dann bin ich einfach auch sprachlos, wie wirklich die göttlichen Wege geführt sind hier auf der Erde. Und wenn wir unseren Impulsen mehr und mehr folgen, wie viel Impulse aus der geistlichen Welt wir tatsächlich auch bekommen können. Und damit du auch deine weiblichen Seiten noch besser entdecken kannst, stärken kannst und nähren kannst, haben wir das Kartenset geschrieben. Entstanden ist es so mal als Anekdote am Rande. Es ist entstanden, als wir unsere erste Reise auf den Spuren von Maria Magdalena nach Südfrankreich gemacht haben, die liebe Jeanne und ich. Und dann haben wir überlegt, naja, welche Karten nehmen wir denn mit? Ja, es geht um das heilige Weibliche, es geht um den Weg, es geht um das Mystische. Und wir haben kein Set gefunden, das sich damit beschäftigt hat. Also haben wir uns inspirieren lassen auf den Spuren von Maria Magdalena und von all den heiligen Frauen, die auf dem Weg sind. Und in dieser Inspiration ist das Set geschrieben und entstanden.
Wir haben das am Anfang nur für unsere erste Gruppe gemacht, als Seminarunterlagen. Und das kam so gut an, dass die liebe Jeanne das ihrem Verlag, dem Schirner Verlag, gezeigt hat nach der Reise. Und ja, die waren auch begeistert. Und inzwischen gibt es ganz viele Frauen, die sich inspirieren lassen. Und ich wünsche auch dir ganz viele Inspirationen, dass du deine heilige weibliche Seite entdeckst, auch die ganzen Facetten, die sich damit verbunden haben und die der eine oder die andere sich vielleicht noch nicht traut, so ganz zu leben. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du den Mut findest, mit den Karten zu arbeiten, dich inspirieren zu lassen und deinen Weg, der für dich vorbestimmt ist und den du mitgestalten kannst und den du ganz kraftvoll deinem Herzen folgen gehen kannst, im Vertrauen, dass alles gut ist, dass dich die Karten dabei unterstützen und dass du wertvolle Impulse für dich gewinnst. Und dafür segne ich deinen Weg mit all meiner Liebe und freue mich, mit dir verbunden zu sein.